Aus New York ist uns jetzt der Politikblogger Gerald Gross zugeschaltet. Wir sprechen gleich über die aktuellen Ereignisse bei uns in Österreich. Aber zuvor eine Frage noch, Herr Gross. Wir haben doch den vierten harten Lockdown. Was bewegt Sie hier nach New York zu fliegen? Ist das eine berufliche Tätigkeit oder privates Vergnügen? Einerseits habe ich berufliche Termine in New York zu absolvieren und andererseits ist es ein willkommener Anlass, dem Virengurt einmal in Österreich endlich zu entfliehen. Österreich befindet sich das vierte Mal in einem harten Lockdown. Das Ende ist nicht absehbar. Ich melde mich hier aus New York, einer Stadt mit 9 Millionen Einwohnern, die auf engstem Raum zusammenwohnen. Hier gibt es keinen Lockdown, die Geschäfte sind offen, der Handel floriert, hier werden die Menschen nicht eingesperrt. Und ich liefere damit auch den Seherinnen und Seher von UE24 einen Tatsachenbericht, wie man auch eine Pandemie bekämpfen kann. In New York oder in Schweden, wo Freiheit gilt, während bei uns die finsterne Kerkerhaft noch immer vorherrschend ist. Sind Sie hier nicht allein, Herr Gross? Viele Österreicherinnen und Österreicher, es ist ja erlaubt, sind ja auch aktuell auf Urlaub und haben hier dem Lockdown quasi den Rücken gekehrt. Aber blicken wir auf die aktuellen politischen Ereignisse. In Österreich haben heute über 40.000 Personen in Wien demonstriert, und zwar gegen die Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung. Wie stufen Sie aktuell die Stimmungslage in Österreich ein? Ich denke, Sie können es auch gut aus der Ferne beurteilen. Es gibt keinen Menschen mehr, der Vertrauen in eine Regierung hat, die in Wahrheit in der Corona-Politik nach wie vor im Lockdown-Wahn verhaftet ist, anstatt auf Selbstverantwortung, auf Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Freiheit und Vertrauen zu setzen. Und die Demonstrationen werden auch immer größer, weil auch die Wut gegenüber der österreichischen Bundesregierung größer wird. Die Spaltung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften, diese Polarisierung innerhalb der Bevölkerung, all das schafft kein Vertrauen. Und eine Regierungskrise, wo mittlerweile die halbe Regierungsmannschaft am Höhepunkt einer Pandemie ausgetauscht worden ist und die Menschen eigentlich den Eindruck gewinnen, dass es ohne dies nur um Parteipolitik geht, aber doch nicht um das Führen eines Landes. All das führt eben dazu, dass ich schätze 90% der Österreicherinnen und Österreicher kein Vertrauen mehr in diese Bundesregierung haben. Karl Nehammer, der neue Bundeskanzler, Montag wird um 13 Uhr angelobt. Ihre Meinung zu ihm? Naja, die österreichische Bundesregierung ist mittlerweile ein Laufhaus, ein Stundenhotel, wo jeder noch gut dünken Regierungsmitglied wird. Wir haben binnen von 5 Jahren den 8. Kanzlerwechsel. Also selbst die Italiener blicken schon neidvoll nach Österreich, denn selbst die Italiener waren nie so instabil mit ihren Ministerpräsidenten, als wir mittlerweile in Österreich sind. Und das ist eine Regierung der blutleeren Gestalten. Es ist das letzte Aufgebot. Karl Nehammer, Schmähhammer genannt, ist ein Verlegenheitskandidat. Ein Mann für alle Fälle, der nun für die ÖVP als Kanzler einrücken muss. Er hat das Format eines Kanzlers nicht. Im Übrigen ist er der, der für den Terroranschlag in Wien verantwortlich zeichnet, für die politische Verantwortung zeichnet. Und das ist halt alles eine Situation mit dieser Regierungsumbildung, mit dieser breiten Regierungsumbildung, mit diesem Verschwinden des türkisen Erbes, das noch weniger Vertrauen der Menschen in die Politik, in die regierende Politik schafft. Und das ist in Wahrheit ein Irrsinn. Ich glaube, es führt kein Weg an Neuwahlen vorbei. Herr Gross, danke schön und beste Grüße nach New York. Alles Gute aus New York nach Wien.